herzlich willkommen zurück. Jetzt wollen wir die Kräuterbutter machen. Ich habe für die Kräuterbutter eine Butter rausgelegt, dass sie zimmerwarm wird. Ich schneide sie einfach, gebe sie hier in meine Rührschüssel und lasse die mit dem Schneebesen schon mal eine ganze Zeit schaumig schlagen. Wenn die Butter schaumig geschlagen ist, dann verwandeln wir sie jetzt in eine Kräuterbutter. Klopfen wir hier ab, dass wir wenig Verschwendung haben. Die Kräuter habe ich schon vorbereitet. Also es ist ganz von ihrem Geschmack abhängig. Ich habe jetzt wieder Dill drinnen, ich habe Boretsch mit drinnen, Petersilie, Schnittlauch, Zitronenmelisse etwas. Also es ist von allem, was ihr gerne mögen. Ein bisschen Thymian ist mit drinnen. Pimpinelle, alles was ihr gerne mögen, das gebe ich jetzt hier mit rein. Und ich mag natürlich auch gern, wenn in der Kräuterbutter Knoblauch ist. Und zwar darf da Knoblauch nicht zu knapp drinnen sein. Also wie gesagt, wieder grob schälen, zumindest das dicke Ende hinten weg. Und dann können Sie den Knoblauch direkt reinpressen. Dann wird noch gewürzt mit Salz und Pfeffer. Hier alles raus, gebe es in meinen Spritzbeutel . Zeige Ihnen gleich noch mal den Inhalt von meiner Schüssel, denn Sie werden sehen, wenn Sie mit dem Teigschaber arbeiten, wenn Sie sich das angewöhnen, haben Sie erstens weniger Abfall und zweitens haben Sie hinterher auch weniger im Spülwasser, was sie sauber machen müssen. Das ist schon mal ein großer Vorteil. So, jetzt habe ich hier die Kräuterbutter in meinem Spritzbeutel. Noch ein Trick, nehmen Sie die Teigkarte und schieben den Inhalt, das ist egal, ob das Kräuterbutter ist, ob das Sahne ist, ob das ja, Windbeutelteig ist, schieben Sie es nach vorne und auch hier sehen Sie wieder, es ist tadellos sauber, es bleibt nichts drinnen hängen. Es hilft Ihnen hinterher auch beim Saubermachen. Wir rollen den Spritzbeutel ein und ich habe mir hier ein Brett vorbereitet mit Backfolie drauf. Und jetzt können Sie hier aus Ihrer Kräuterbutter sich so kleine Röschen machen, die Sie dann eingefrieren und die dann eine Zierde für jedes Steak sind, wenn Sie die wenn Sie wissen, Sie wollen grillen, können Sie sie raustun. Man kann sie aber auch gefroren auf seinen Steak legen. Das taut ja innerhalb kürzester Zeit auf. Es geht natürlich auch toll zu gegrilltem Gemüse. Kräuterbutter schmeckt immer gut und gibt immer guten Geschmack dazu. Müssen Sie nicht unbedingt nur mit Fleisch genießen. Wie gesagt, diese Röschen stelle ich jetzt mitsamt dem Brett in meine Gefriertruhe. Wenn sie gefroren sind, kann ich sie umfüllen in einen Beutel oder in einen Behälter, wo ich sie dann einzeln entnehmen kann. Und so habe ich die ganze Grillzeit über eine wirklich günstige Kräuterbutter mit frischen Zutaten, genauso wie sie ich möchte. Und hier nochmal der Trick, falls Sie es nicht glauben, wenn man das hier so macht mit dem Teigschaber, es bleiben kaum Reste in Ihrem Spritzbeutel drinnen. Und das ist auch schon sehr wertvoll. Man kann am Schluss dreht man manchmal, dass man was rausbringt. Die Methode geht auch, aber ich habe lieber die Methode vom Falten. Da kann ich besser mitarbeiten. Noch einen Tipp dazu von den Tüllen. Nehmen Sie keine Rosentülle, sondern, also die, wo die Spitzen gedreht sind, sondern nehmen Sie eine sogenannte Sterntülle, wo die Zacken gerade ausgehen. In die Rosentülle, die macht zwar die schöneren Rosen, aber da hängen sich oft die Kräuter rein und Sie haben dann Probleme, dass Sie es rausbekommen. Ja, so wünsche ich Ihnen jetzt mit der grünen Soße und mit der Kräuterbutter eine wunderbare Grillzeit. Guten Appetit und viel Erfolg beim Nachmachen.